Ah, das kenne ich. Einen Satz kriege ich jetzt nicht zusammen, einzelne Wörter vielleicht, ne? Ich bin sowas ganz schlecht. Ist mir gerade wieder aufgefallen. Alter, ich habe keine Ahnung. Fuera de juego es cuando el árbitro apita. Fuera de juego es cuando el árbitro apita. Ha, la, 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 la. Fuera de juego es cuando el árbitro apita. Fuera de juego es cuando el árbitro apita. Ich würde sagen, das ist Portugiesisch. Das ist Südländisch, also sowas in der Art. Französisch würde ich eigentlich. Italien, Spanien, Brasilien, Portugiesisch, Portugiesisch. Ah, es fuera de juego. Fuera de juego, es cuando el árbitro apita. Portugiesisch, also Brasilianisch, also da in Brasilien bei Paulo. Portugiesisch spricht eigentlich nur der Paulo. Vielleicht hat es was mit Paulo zu tun. Nix, gut. What does it mean? Arbitro heißt, glaube ich, arbeiten, ne? Oder? Arbitrare. Ich hatte Latein, aber kann auch was anderes jetzt heißen. Arbitro, like Chili, I think. Playing to the referee stops it or something. Du musst ein Tor mehr schießen als der Gegner. Quando is like. I had Spanish in school, so I should do a little bit. Der Jogo ist Spiel, das weiß ich. Jogador ist doch Fußballer, oder? Kann man das so? Ja, auf jeden Fall was mit Spieler. In the game it's about you have to work. Jogo ist Spielen. Quando ist wie viel? Arbitro ist Schiedsrichter. It's something with like a number. Quando? Fora di Jogo. Was ist Jogo? Jogo ist Jogo heißt Spiel oder sowas, ne? Quando, Zeit, Arbitro, Schiedsrichter. Ne? Du musst zum Ball laufen, denn der kommt nicht zu dir. Wegen Jogo vielleicht joggen kann, ich hab keine Ahnung. Ich denke, dass es sich mit einem Schiedsrichter ist. Und wann, also das erste weiß ich nicht, vom Spiel und wann der Schiri pfeift. Spiel ist zu Ende, wenn der Schiri pfeift. Ich weiß nicht, was mit Schiedsrichter, aber es ist jetzt mit einem Schiedsrichter. Echt schwierig. Fußball muss man zuerst arbeiten. Schiedsrichter, wie lange ist es noch? Abpfiffen, so etwas? It's 11 against 11 players. I don't know. Fußballspiel aus Leidenschaft und Arbeit? Nee. Ich stehe voll auf dem Holzweg. Ich muss von den Leitungen hier runtergehen. Vielleicht, dass man einen Tunnel im Kreis bekommt, keine Ahnung. Ja, Arbitro. Das muss Schiedsrichter sein. Okay. Ja. Aber apita und quando, keine Ahnung. Quando ist when l'arbitre siffle. Oh la la, fora de juego, faute, non, avant, before le, avant le coup de sifflet. When the man, before the... Upside, wenn den Schiri pfeift. Es ist abseits, wenn der Schiri pfeift. Das bedeutet, abseits ist, wenn der Schiri abpfeift. Quando l'arbitro apita. Apita! 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 Ey, was sind das für Floskeln? Die sagt doch kein Mensch! Ja, ich weiß, ich bin auch ein Sprachetalent. Ja. Ich muss das öfters gucken, ne? Ja, okay, das war ja auch einfacher für mich, wenn ich Portugiesisch lerne und gelernt habe. Okay, aber sonst guckst du welche Frage? Ja, jeden Tag, alles. Alle Videos. Ich habe so den Button, wirklich den Button und die Klingel, die Klingel habe ich auch aktiviert. Und wenn dein Handy kommt, auch wenn du gerade beim Training bist, das kommt, du musst los, ich habe immer so mein Dings hier, mein AirPod habe ich da drin. Das ist Portugiesisch von Portugal, brasilianisch ist anders. Wir sagen, Impedimento é quando o árbitro apita. Fora de jogo é impedimento, bei uns, em Brasil. Aber der Rest ist gleich. Ja, genau. Okay.